Achtung, wenn du bei Geldanlagen nicht Mythen und Wahrheit trennen kannst, kann dich das sehr viel Geld kosten. Ich sage dir heute einige der wichtigsten Mythen, die du unbedingt kennen musst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Wir schauen uns heute ein paar Mythen an. Mythos 1. Es kommt auf den richtigen Einstiegszeitpunkt an. Hast du das schon mal gehört? Menschen, die sagen, ich warte noch auf den richtigen Einstiegszeitpunkt. Das sind Menschen, die sagen, die Kurse sind im Moment einfach zu hoch. Ich warte lieber noch. Ich warte auf eine Korrektur und dann steige ich bei günstigen Kursen ein. Und so warten sie. Und so warten sie und so warten sie und die Kurse gehen immer höher. Alle Berechnungen zeigen aber, dass der Einstiegszeitpunkt relativ unwichtig ist. Er wird auch immer unwichtiger, je länger dein Anlagehorizont ist, also je länger du dein Geld in einer Anlage belassen kannst. Und er ist extrem unwichtig, wenn du gar nicht mit großen Beträgen auf einmal einsteigst, sondern immer wieder nachkaufst oder sogar monatlich investierst. Und das ist das, was ich dir rate. Investiere monatlich kleine Beträge. Wir wollen jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber durch den Cost-Average-Effekt wirst du dann die optimalen Kaufkurse über die Laufzeit gesehen mit Sicherheit haben. Wenn du zum Beispiel in einen ETF investierst, in einen ETF-Sparplan monatlich, dann rate ich dir, fang am besten sofort an. Achte überhaupt nicht auf irgendeinen Einstiegszeitpunkt. Fang jetzt an, wenn du es nicht schon tust. 5% Minus auf dein Geld. Bedeutet, dass du in 14 Jahren die Hälfte deines Geldes verloren hast. Mythos 2. Das ist so eine Art Halbwahrheit. Und die lautet, Gold bietet absolute Sicherheit. Und das ist absolut gesagt nicht richtig. Denn der Goldpreis, der schwankt mitunter sogar mehr als die Börsenkurse. Zum Beispiel stand 1980 der Goldpreis bei $850 für die Unze. Und dann ist er 2 Jahrzehnte später gefallen auf $300, um dann 2013 auf $1,800 zu steigen und dann wieder zu fallen auf $1,100. Also Gold schwankt extrem, aber es hat eine andere Sicherheit. Wenn nämlich das Geldsystem, unser Fiat-Geld, zusammenbricht und die Gefahr ist viel größer, als die meisten Menschen denken. Schau nur in die Geschichte und denke nicht, dass sich da nicht was wiederholen könnte. Denke nicht, die Menschen sind klüger geworden. Dann ist physisches Gold eine höhere Sicherheit für dich. Es stimmt zwar, wenn wir in die Historie schauen, dann haben Staaten immer wieder versucht, wenn solche Situationen entstanden sind, dich zu zwingen, dein Gold zu verkaufen. Aber die meisten Menschen, die Gold hatten, haben es nicht gemacht. In den USA zum Beispiel wurde Goldbesitz mit 5 Jahre Gefängnis bestraft, wenn du das nicht zwangsumgetauscht hast. Und trotzdem haben 2/3 der ganzen Menschen, die Gold hatten in den USA, ihr Gold damals nicht verkauft. Sie haben es einfach versteckt und haben heimlich damit gehandelt. Und das hat ihnen extrem geholfen. Aber klar ist, wenn Gold, dann musst du physisches Gold haben. So, nochmal, hast du deswegen eine absolute Sicherheit? Nein, die gibt es nicht auf dieser Welt. Die größte Sicherheit, die du haben kannst, ist breit zu streuen. Vielleicht schaust du dir zu diesem Thema mal die Videos an, die ich über mein Paranoia-Depot gemacht habe. Das ist das Depot für die absolute Megakrise. Glaube ich, dass sowas kommt? Da denke ich gar nicht drüber nach. Ich weiß, dass es kommen kann. Und wenn es kommen kann, brauche ich auch mit einem kleinen Teil meines Geldes ein Paranoia-Depot, das auf jeden Fall Bestand hat, egal was passiert. Du brauchst dann etwas mehr Zeit, wenn du diese Videos dir anschauen kannst, aber es ist wichtig, dass du dich einmal damit beschäftigst. Mythos 3. Du kannst deine Einlagen mit Beitragsgarantien absichern. Sagen viele Leute, die dir ein Produkt verkaufen wollen. Hey, dir kann nichts passieren, ist sicher, ist abgesichert, du hast Garantien. Es ist zwar richtig, dass du Einlagen absichern kannst, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit heißt,
die Garantie, die erbringt ja nicht der Finanzkonzern mit eigenem zusätzlichen Geld für dich, sondern diese Garantie bezahlst du. Also deine Sparrate von vielleicht 100 Euro wird einfach aufgeteilt, wird geschmälert, ein Teil wird für die Garantie genommen und der andere Teil, der kann sich dann vermehren. Und das, was für die Garantie genommen wird, das packt man zum Beispiel in Staatsanleihen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, mit Staatsanleihen irgendwelche Renditen zu erzielen. Die machen ja zurzeit Minuszinsen. Auch sehr teure Absicherungsgeschäfte kosten dich viel Rendite. Wenn also der Finanzkonzern sagt, ich mache da ganz gezielte Absicherungsgeschäfte, das kostet dich unheimlich viel. Deswegen mein Tipp hier, trenne Garantien von Anlagen. Wenn du anlegen willst, lege an. Und mit einem anderen Teil deines Geldes, damit sicherst du dich ab. Und am besten machst du das nach meiner Fußballstrategie. Oft kopiert, aber sie ist wirklich sehr, sehr gut, um es zu verstehen. Guck mal, in einer Fußballmannschaft hast du einen Torwart, der steht für die absolute Sicherheit, eine Verteidigung. Das sind so die, die deine Garantien erstellen. Dann hast du ein Mittelfeld und auch einen Sturm und mit dem Sturm machst du eben die Tore, übertragen die Gewinne. Jetzt kommt ein ganz heißes Mythos. Nachhaltige Geldanlagen helfen der Umwelt. Zunächst mal eins, mir liegt die Umwelt sehr am Herzen. Möchte ich vorweg ganz klar sagen. Wann immer ich kann, ziehe ich mich in die Natur zurück. Ich wandere gerne in den Bergen. Ich lebe in Florida am Wasser und in Deutschland an einem See im Norden. Und ich genieße einfach die Natur. Ich genieße das und ich weiß, dass wir unsere Natur beschützen müssen. Aber wir müssen trennen, wenn wir ein Problem erkennen und wie wir es lösen können. Deshalb sollten wir nicht den Verstand abschalten und einfach Produkte kaufen, die behaupten, sie seien Umweltprodukte, die sich so auf das draufsetzen, was wichtig ist. Nachhaltige Geldanlagen helfen der Umwelt nicht. Sie helfen auch deinem Portemonnaie nicht, weil sie im Verhältnis sehr viel weniger Rendite abwerfen als andere Produkte. Und dann sagen viele Anleger, ja, das nehme ich in Kauf, weil ich will ja die Umwelt retten. Das Missverständnis ist folgendes. Das in diesen Fonds investierte Geld wird nicht in Firmen investiert, die aktiv etwas für die Umwelt tun. Das wäre gut. Sondern es wird nur nicht in Aktien investiert von Firmen, die nicht nachhaltig arbeiten und investieren. So, ob das reicht? Ob du das indirekt vermeiden kannst, ist sowieso die Frage, weil die Wirtschaft viel stärker vernetzt ist, verflochten ist, als die meisten Menschen das auf den ersten Blick tun können. Wie kommst du aus dem Dilemma raus? Du möchtest etwas für die Umwelt tun, weil du weißt, das müssen wir tun, und auf der anderen Seite möchtest du investieren. Meine Antwort: Lerne selber zu investieren. Nutze nicht irgendwelche Produkte, sondern lerne als Unternehmer ein Unternehmen aufzubauen, als Mitunternehmer irgendwo mit einzusteigen, als Immobilieninvestor. Und dann kannst du sicher sein, dass dein Geld wirklich genau da ankommt, wo du das willst. Aufgrund deiner Werte kannst du dann anlegen. Das kannst du bei allen anderen Methoden machen. Wahrscheinlich nicht. Der nächste Mythos ist sehr wichtig und das ist der Glaube, dass ein Finanzberater dich objektiv berät. Kein Finanzberater kann das. Ich weiß das, weil ich einer war. Jeder Finanzberater ist in Wahrheit in erster Linie ein Verkäufer. Und das Ziel jeder Beratung, musst du einfach wissen, ist nicht, dass du schlauer wirst, sondern ist der Verkauf. Und natürlich verdient der Berater an diesem Verkauf. Er ist ja Verkäufer. Und wer bezahlt den Verkäufer? Du, der Kunde. Nehmen wir ein Beispiel. Viele Berater bieten sehr ungern ETFs an. Weißt du warum? Die ETFs haben sehr geringe Gebühren. Und das ist für uns Kunden optimal. Du kannst einen guten Berater sehr oft auch daran erkennen, ob er dir ETFs anbietet. Je mehr jemand
als Berater gegen ETFs spricht und argumentiert, umso misstrauischer werde ich. Denn ich weiß ja, hey, der Berater kann an diesen ETFs wenig verdienen. Gibt es denn tatsächlich Gründe gegen ETFs? Natürlich, es gibt die gegen jedes Produkt. Es gibt keine perfekten Finanzprodukte, auch die ETFs nicht. Aber bevor du in der Lage bist, direkt Investments vorzunehmen, also selber Immobilien zu kaufen, selber Firmenbeteiligungen zu kaufen oder gar eine eigene Firma zu gründen, solange du das alles noch nicht kannst, solange bist du mit ETFs sehr, sehr gut beraten. Das Zweite, was ich dir raten möchte, ist, suche dir einen Berater, der sich für seine Zeit bezahlen lässt, in der er dich berät. Ich halte Honorarberatung für wesentlich fairer als Modelle, nach denen ein Verkäufer durch Provision bezahlt wird, die du dann bezahlst. Der nächste Mythos: Setze auf Firmen, die gezeigt haben, dass sie Gewinner sind. Das klingt ja so logisch. Wir haben ja keine Sicherheit, was die Zukunft angeht. Wir wissen nicht, was da passiert. Also sagen wir, meine eigentliche vermeintliche Sicherheit, die ich habe, ist, dass ich in die Vergangenheit schaue. Dann schauen wir also, wie ist es gelaufen und sagen, ja, so läuft es bestimmt weiter. Wenn es von hier nach hier ganz schnell ging, läuft es bestimmt von hier nach da in den nächsten Jahren weiter. Die Vergangenheit schreibt sich aber nicht in der Zukunft fort. Wir haben alle keine Kristallkugel, in der wir da die Zukunft sehen können, aber eins wissen wir: Unternehmen, die vor einigen Jahren besonders wertvoll waren, sind es heute oft nicht mehr. ExxonMobil, der Ölkonzern, der war vor 10 Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Zeit der satten Gewinne in dieser Branche sind aber vorbei, zumindest sieht es im Moment so aus. General Electric war vor 20 Jahren eine der wertvollsten Firmen der Welt und heute erleben wir bei General Electric eine Dauerkrise. Was wir tun sollten, ist, auf die Gewinner von morgen zu setzen. Nochmal, wir haben keine Kristallkugel, wir wissen nicht, welche das sein werden. Ich auch nicht. Aber wenn wir bereit sind zu streuen und vor allen Dingen auch bereit sind, mitzudenken, also zu überlegen, was kann sich denn gut entwickeln? Was brauchen die Menschen denn morgen? Was wird wertvoll sein, weil es Probleme von Menschen löst? Wenn wir so mitdenken, dann werden wir genug Treffer landen. Also mitdenken und dann streuen. Der letzte Mythos für heute lautet, wenn Notenbanken Geld drucken, dann mündet das immer in eine Inflation. Seit mindestens 10 Jahren drucken die Notenbanken Geld wie bescheuert. Wir müssten dann längst eine unfassbar hohe Inflation haben. In Wahrheit ist sie aber gerade erst deutlich gestiegen, hat gerade erst begonnen, deutlich zu steigen. Warum ist das so? Weil nicht die Menge des Geldes alleine ausschlaggebend ist. Also Drucken alleine führt nicht zur Inflation, sondern was mit dem Geld passiert. Wie schnell wird es umgesetzt? Also wie schnell wird es benutzt und dann wieder eingesetzt und wieder umgesetzt? Wir nennen das Umlaufgeschwindigkeit. Das Geld, das wie verrückt gedruckt wird, das wurde in den letzten Jahren in erster Linie im Wesentlichen an der Börse investiert und in Immobilien. Und deswegen wurden dann auch die Aktien immer teurer und auch die Immobilien immer teurer. Aber das Geld ist dann dort geblieben, ist nicht wieder rausgenommen worden. Die Umlaufgeschwindigkeit war also ganz, ganz gering. Es hat sich in den letzten 1,5 Jahren verändert. Da wird jetzt auf einmal sehr viel Geld direkt in die Wirtschaft geschoben. Hilfe für Corona und so weiter und so weiter. Und dadurch ist die Umlaufgeschwindigkeit gestiegen und dadurch bekommen wir jetzt die Inflation. Und darum ist es so wichtig, dass du jetzt in Sachwerte investierst. Denn Inflation bedeutet, du hast einen Betrag, sagen wir mal 10.000 Euro, und dein Geld wird weniger wert. Und du kannst das ausrechnen, wie es weniger wert wird, durch die 72-Formel. Du teilst 72 durch die Inflation, die du im Moment hast. Sagen wir mal, wir hätten jetzt 4%. Teilst du 72 durch 4, ist 18. Das bedeutet, in 18 Jahren ist dein Geld nur noch halb so viel wert und schon nach ein paar Jahren deutlich weniger wert. Also, Inflation für Geld bedeutet, dein Geld verliert.
Inflation für Sachwerte bedeutet aber, die Sachwerte werden wertvoller und teurer. Wertvoller und teurer. Jetzt stell dir vor, du hast entweder dein Geld in Geld oder in Sachwerten. Hier wird es weniger wert, hier wird es mehr wert. Überleg mal, wie das durch ein paar Jahre zu einer unfassbaren Schere führt. Du musst dein Geld in Sachwerten anlegen. Da musst du aber auch wissen, wie du investierst. Du musst natürlich auch in Dinge investieren, die mehr wert werden. Also zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen, da musst du wissen, welche suchst du aus, welche Aktien oder in welche Firmen investierst du selber, in deine Immobilien und so weiter. Wir bleiben dabei, du musst dich mit Investments auseinandersetzen. Was machst du jetzt mit diesen 7 Mythen, die wir heute besprochen haben? Ich hoffe, dass du etwas ganz Wichtiges erkennst. Geld ist einer der 5 Bereiche unseres Lebens. Nicht der wichtigste. Da ist noch Gesundheit, da ist Beziehung, da sind Emotionen, da ist unser Job, aber eben auch die Finanzen. Aber wenn du kein Geld hast, wenn das Fingerchen weg ist, dann hast du mit den 4 oben, dann hast du mit den anderen 4 Bereichen nicht wirklich viel Spaß. Nicht auf Dauer. Du brauchst Geld, wenn du es wirklich durchdenkst, du brauchst Geld. Und dazu gehört, dass du lernst zu investieren. Du kannst gewisse Dinge nicht delegieren. Zum Beispiel Sex würde ich nicht delegieren und investieren auch nicht. 2 Dinge möchte ich dir empfehlen. Erstens, lerne die Basics über Investments. Tipp 2, picke ein Gebiet heraus innerhalb der Investments, in dem du wirklich zu einem Profi wirst. Sagen wir mal zum Beispiel, du willst in 10 Jahren alles über Krypto gelernt haben. Langer Zeitraum, aber da machst du auch schon Gewinne, aber dann bist du richtig gut. Natürlich wirst du auch da nicht alles wissen, weiß ich auch nicht. Aber du wirst mehr wissen als der Durchschnitt von 100 Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben oder nur mal hier und da so ein Artikelchen lesen. Sehr viel mehr wirst du wissen. Und vielleicht, wenn du weiter dich damit beschäftigst, wirst du sogar mehr wissen als 1000 Menschen. Du wirst auch im Ergebnis entsprechend mehr Rendite machen als 100 Menschen, als 1000 Menschen. Ist das fair? Weiß ich nicht. So funktioniert die Welt. Ein anderes Beispiel, lerne alles über Diamanten. Ich habe tagelang mich mit Diamanten beschäftigt, mit Experten zusammengesessen, an solchen elektronischen Mikroskopen gehangen, habe versucht, mehr und mehr zu lernen. Es gibt ein Studium nur über Diamanten über 3 bis 4 Jahre. Überleg dir das mal. Habe ich nicht gemacht, aber ich weiß sehr viel über Diamanten und ich liebe das. Oder über Immobilien. Lerne Immobilien. Da gibt es Menschen, die sagen, oh, der Immobilienmarkt ist völlig überhitzt. Haben sie so ein Wort gelernt. Überhitzt ist eine Blase. Brauche ich gar nicht gucken. Woher wissen die das? Ja, ich habe bei ImmoScout oder irgendwo, habe ich da mal 5 Sachen mir angeguckt oder 5 Stunden geguckt. War nichts dabei. Geht nicht. Hallo? Nach Immobilien zu schauen und dann eine zu kaufen, das fängt so nach 6 Monaten an, dass du was findest. Du musst ja erstmal lernen, wonach du überhaupt schaust. Diesen Tipp kann ich dir gar nicht genug ans Herz legen. Wenn du vermögend werden willst, musst du die Basics kennen, die Grundsätze und mindestens ein gutes Investment, eine Schiene wirklich beherrschen. Es macht auch unfassbar viel Spaß. Du wirst auch sehen, spannende Leute wollen sich mit spannenden Leuten unterhalten. Und wenn du wirklicher Experte bist in Diamanten, in Immobilien, Unternehmensbeteiligung oder ein wirklich guter Unternehmer bist, werden Leute, die auch was auf dem Kasten haben, die auch eine Expertise haben, die auch spannend sind, sich mit dir über dieses Thema unterhalten wollen. Ein Unternehmen aufbauen ist immer ein gutes Investment, wenn du weißt, was du machst. Dann lernst du, ein Unternehmen zu gründen. Dann lernst du die 4 Phasen des Unternehmens kennen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Es bringt Rendite. Es bringt aber auch eine große Befriedigung, dass du eine Sache wirklich verstehst. Auch im Investmentbereich.